Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Conan Battle Pass bzw. den Herausforderungen. Ja, heute geht es um etwas, was sich ganz einfach anhört und auch ganz einfach ist, wenn man keinen Denkfehler hat, so wie ich es zum Beispiel hatte. Und zwar haben wir heute die Herausforderung, dass wir 10 Beutetiere besiegen müssen. Denkt jetzt nicht daran, dass Beutetiere diejenigen sind, die gerne auf Beutezug gehen und andere Tiere töten. Den Denkfehler hatte ich irgendwie, ich weiß auch nicht warum. Sondern es sind natürlich die Tiere, die eben als Beute für andere Tiere dienen. Das sind zum Beispiel die Hasen oder die Rehe oder die Hirsche beispielsweise. Und da bin ich jetzt wieder an meinem Lieblingsplatz aktuell. Und zwar ist das bei E... Ja, ich sag mal zwischen 10 und 11, nämlich hier die Insel, die Veilcheninsel. Und da könnt ihr schon sehen, alleine schon hier auf der Seite der Insel sind 3 von den Hirschen und Rehen jetzt gerade im Blickfeld. Hier sind auch noch weitere, die sind da meistens links hinter der Plattform auch schon mal versteckt. Dann könnt ihr natürlich auch noch weitere finden, indem ihr euch einfach auf die andere Seite begibt. Ich weiß nicht, ob wir so weit jetzt gerade gucken können. Da befinden sich auch immer ganz viele Tiere, beziehungsweise ganz viele Hirsche. Hier links können wir das schon sehen. Da sind schon 2, die ich jetzt gerade so ausfindig machen kann. Normalerweise hier vorne stehen auch welche. Ich sehe jetzt gerade keinen. Ah, kann sein, dass sie jetzt alle nach links gelaufen sind. Und zusätzlich, man sieht es gerade nicht wegen dem Busch, hier oben... Also wenn ich das auf der Karte zeige, hier oben in dem kompletten Gebiet, da gibt es auch nochmal ganz, ganz viele Hirsche und ja, Hirschkühe oder wie nennen die sich? Also Rehe auf jeden Fall, die ihr erledigen könnt. Ja, ich hoffe, euch hat dieses kleine Video geholfen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da oder schaut euch auch nochmal ein paar andere Battle Pass Videos an. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.